So, guten Tag, liebe Zuschauer der seligen Admiralität. Ich habe jetzt vor, das schwarze Schiff zu überfallen, einzunehmen. Ich hoffe sehr, dass es zu meinen Gunsten ausfällt. Ich glaube, diesmal mache ich sogar mal diese Schlacht manuell. Ich speichere nochmal. Und ja, sehr gut. Und versuche aggressiv das Schiff zu entern. Ja, eure Siegchancen stehen besser, wenn ihr das Gefecht selber spielt. Ja, ich glaube nicht. Mag zwar sein, aber im automatischen Gefecht kriege ich weniger Verluste. Aus irgendeinem Grund. Man darf nie niederträchtig gegenüber seinem Meister sein. Im Lunyu heißt es, du sollst selbst zu Zeiten der Eile gemäß des Weges handeln. Du sollst auch zu Zeiten der Gefahr gemäß des Weges handeln. Weiterhin steht geschrieben, im Dienst deines Meisters sollst du dich anstrengen. Takeda Nobushige. Ja gut, das klingt eher nicht weise, sondern eher wie eine Vorschrift. Naja, toller Spruch, schätze ich. Wie schwimmen hier diese kleinen Schiffe überhaupt? Top. Ja gut, Aufstellung stark. Oder sollte ich warten, bis es. Nee, ich. Nee, nee, nee. Ach nee, komm, ich mach's im Trockenen. So. Ich frage mich, wie diese kleinen Schiffe im Bild. Da. So, meine erste Seeschlacht in der Kampagne übrigens, ne? Ich frage mich, wie diese kleinen Schiffe, die im Bild gezeigt wurden, im Ladebildschirm, wie die überhaupt angetrieben werden, ich meine sich fortbewegen. Das sind tolle Schiffe, mir gefallen die tatsächlich. Ich würde hier vielleicht noch eine Brüstung machen, damit man nicht über Bord fällt. Oh, ich freue mich schon, ich freue mich schon. Tatsächlich stehen die schon. Oh, die stehen so schon ganz gut. Aber ich würde vielleicht lieber. Das schwarze Schiff ist höchstwahrscheinlich vermutlich in der Mitte. Daher glaube ich, würde ich das Schiff eher hier stellen. Die, ja, können hier hin. Genau. Die dicken Buhnen sammeln die, das heißt, sammeln, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Und die da, genau. Ach ne, Moment, die sind ja. Oh, die sind gegen den Wind gerichtet. Oh. Moment, jetzt muss ich umdenken. Vielleicht kann ich hier irgendwie flankieren. Oh. Gut, die schweren Buden dürfen kein Problem haben. Stimmt ja. Allerdings. Die Segelschiffe, glaube ich, sind gerade schlecht. Allerdings heißt auch, dass das schwarze Schiff Wind in den Segeln bekommt. Aber es hat Kanonen. Ich glaube, das wird eher auf Reichweite. Ja, nee, nee, nee. Moment, Militärschiffe bleiben immer auf Reichweite. Die versenken dich, bevor du überhaupt ankommst. Ich sollte ich. Die hier hinstellen. Hier so irgendwie und die machen dann so einen Bogen und dann, keine Ahnung, kommen die angeschwommen. Ich wusste es, es steht mit der Breitseite zu mir. Ich wusste es, verdammt. Ah, na gut. Boah, 24 Kanonen, alter Schwede. Sind das alles Luken hier? Oh mein Gott. Wenn ihr wart. Ach, Moment. Nein, sind das nicht. Hä? Oh, das, nur das hier sind Kanonenluken. Sind das hier dann Fenster einfach nur? Boah. Na gut, das ist nicht schwarz, das ist braun.
Hä? Das ist überhaupt nicht schwarz. Was soll da? Was soll die? Was soll das reingelege? Das? Warum sind das Japaner? Hä? Ja. Warum sind Japaner im Schiff? Oh, das sind das Chinesen. Nee, Chinesen bauen deutsche Schiffe nicht, glaube ich. Okay, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Irgendwo fehlt eine Kanone, ne? Zumindest ist sie kaputt, angeblich. Angeblich. Okay. Interessante Bauweise, muss ich schon sagen. Naja, okay. Dann, na, würde ich sagen, versucht mal irgendwie das Schiff zu entern. Wie geht das? Wo hier? Okay. Hier. Gucken, vielleicht bewegt das sich noch mal irgendwie, ich weiß nicht. Dieser soll mal bitte einfach versuchen, irgendwie das Schiff irgendwie zu nerven, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Buhne als hoch, dass diese Buhne als erstes versunken wird. Versenkt wird, meinte ich, Entschuldigung. Volle Kraft voraus. Wird, denke ich, auch angetrieben. Oh, die sind sogar ganz schnell. Das Ding dreht sich, ne? Ah, das Schiff, glaube ich, dreht sich. Die Segel geöffnet? Nee, es bleibt einfach stehen. Es macht nichts. Bin ich außer Reichweite? Oh, nein. Wow. Wow. Jo. Alter Schwede. Gut, der Treffer war nicht so gut, meine ich. Okay. Wait. Ach, hier. So.
Per Klick auf das Enternfeld startet ihr ein. Boah, hast du geschossen? Alles klar. Enterversuche sehen wir es an. Ja. Mit einnehmenden Kämpfen zügig genug, kann jederzeit abgebrochen werden. Indem ihr erneut auf das Enternfeld klickt oder einen anderen Befehl erteilt. Einen Enterversuch, indem ihr an das gegnerische Schiff heranfahrt und eine bewaffnete Truppe heranfährt, um es zu übernehmen. Solch ein Manöver erfordert von den teilnehmenden Kämpfern viel Geschick und Mut. Aber als Belohnung winkt das Schiff des Gegners. Entermanöver können jederzeit abgebrochen werden, indem ihr erneut auf das Enternfeld klickt oder einen anderen Befehl erteilt. Oh, geht nur von zwei Seiten oder was? Habe ich das jedem den Befehl gegeben zum Entern? Oha, das wäre auch krass. Ich glaube, das Schiff versinkt dann. Ja, Mensch, du enterst, ne? Genau. Du auch? Unser General ist in Gefahr, mein Lord! Was? Wir dürfen ihn nicht verlieren. Ist das der General? Hä? Jetzt ist das der General oder was? Hä? Woran erkenne ich das? Hä? Interesting. Okay, du enterst, ne? Jawohl. Noch ein Schiff vielleicht beim Entern? Nein? Na gut. Jawohl! Teamwork! Der Status eines Entermanövers wird durch die Enteranzeige oberhalb der beteiligten Schiffe angezeigt. Eines unserer Schiffe zieht sich zurück! Was? Welches? Halt nicht für die Kanonen, stopp! Ach, das ist die schwere Bohne. Stimmt, ich habe ja Kriegsschrei, das habe ich ganz vergessen. Ja. Jetzt sollte ich das mal öfters nutzen. Wie sieht es mit dem Entermanöver aus? Gut, du entern. Der Rest bitte einfach drauf feuern. Oh oh. Die Schiffe wollen jetzt sich vielleicht mal von der Breitseite hinweg bewegen. Dahin. Dankeschön.
Du enterst bitte, ne? Jawohl. Ach, schade. Es kann nur ein Schiff gleichzeitig entern, wie es scheint. Was macht das? Ah, Rudergeschwindigkeit. Okay. Bitte stopp. Sehr gut. Und der da flieht. Toll. Vielleicht sollte ich eine schwere Bohne zum Entern nehmen. Gut. Boah, ich glaube, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, ein Schiff zu übernehmen, zu entern. Bringt das denn überhaupt was? Sie vielleicht Bomben-Kobayas mitnehmen sollen. Was machst du denn da? Hey, aufpassen, wo du hinschaust. Was habe ich gesagt? Hey! Junge. Die scheinen scheinbar unendlich Munition zu haben. Zum Glück habe ich die großen Schiffe mitgenommen. Viele Leute da liegen. Gut, dann. Nein, du nicht entern, du entern jetzt. Der fliegt immer noch. Feigling. Heilige, die halten gut was aus, ne? Was war das? Boah, das ist ja wie eine schwimmende Festung. Ich hätte mehr Schiffe bringen sollen. Verdammt.
Alter, ich dachte... Boah. Schiff fliegt leicht hoch. Rock, versuchst du. Ja, kommt, mach die fertig. Alter, wie diese... Oh. Ja. Jawohl, und der macht ja coole Effekte. Ja, der hat... Nein. Ach, der hat drei erlegt, aber jetzt wurde er erlegt. Na gut. Wow, die machen ja coole Moves. Ich darf mich doch nicht ablenken lassen. Die müssen weiter feuern. Na gut. Gefühlt die Hälfte ist schon geflohen. Was für Feiglinge. Ich muss mal das nächste Schiff bereitstellen zum Entern. Och, warum denn? Das gibt's doch nicht. Schiff liegt leicht. Ja, dann... Mach doch mal was. Warum fällt es denn plötzlich die Moral? Ey. Eines unserer Schiffe zieht sich zurück. Toll. Wow. Gut, dann du entern jetzt. Nein. Echt heftig. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Figaro. Ich sollte nicht von vorne schießen oder so? Keine Ahnung. Kommt es drauf an, von wo das Schiff beschossen wird? Oder ist das ein Igel? Nun würde Sinn machen, glaube ich. Hallo? Ey, die haben nur noch 13 Kanonen. Cool. Oh oh. Wow. Oha, das Schiff ist schon mal ganz zerstört. Ist das am Versinken? Reifen, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, zu weit? Was? Oh nee, als ob. Nein.
machst du denn? Junge. Eines unserer Schiffe zieht sich zurück. Du bleibst stehen. Hallo. Du bleibst auch stehen. Das ist ja sehr schwierig, das mit dem Entern. Aha, jetzt kommt der Entern, ne? Nein, du gehst dahin. Alter, jetzt krieg ich noch die Krise. Ihr wollt euch mal bitte bewegen? Das Schiff ist aber echt krass. Noch 6 Kanonen, okay, das ist sehr gut, glaube ich. Das ist zu unserem Vorteil jetzt. Sehr gut. Und dann müssen die großen Schiffe ran, ne? Oh, war ja. Was? Ey, entern! Ich glaube, das hackt. Gott, ey. Nutzt die Chance. Entert das Schiff. Ey, Jemine. Also, meine Güte. Das sind 100 Leute und das sind gerade mal 70, ja, das muss reichen. Ha, ich könnte es schaffen, oh mein Gott, ich könnte es noch schaffen, glaube ich. Jetzt geht er irgendwie rasant runter, keine Ahnung warum, so plötzlich. Ja. Komm schon, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Eines unserer Schiffe zieht sich zurück. Ach, kommt schon, Leute. Mann, noch eine Minute. Ihr hättet noch eine Minute warten müssen. Eine Minute. Oh. Das hättet ihr doch ausgehalten. Das ist nur noch 70. Oh Mann, ihr habt noch 52 Leute. Ey, Alter. Ich glaube, die wirklich Bomben bringen sollen. Zumindest Flammenpfeile. Nee, ich glaube Bombenschiffe lieber. Juhu. Gut, dann musst du jetzt mal entern.
Sehr gut. Oje, 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 oje. Ich hoffe, die reisen es wenigstens vernünftig jetzt. Die haben noch 65, ey. 65 Leute an Bord. Oh Mann. Und zwei Kanonen nur. Die große Buhne, die mittlere Buhne macht sich tatsächlich fast schon verhältnismäßig gut. Ja, nur noch eine Kanone. Jawohl. Gleich, ja, gleich. Halt durch, noch 41, ja, ich hab's. Jawohl, ja, nein. Nein, bitte nicht, ey, nicht aufgeben, Jungs. Nicht aufgeben. Na gut, wie kann ich abbrechen? Ach, leck mich doch. Ey, das ist doch jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, oder? Gut, dann muss das Schiff es reißen. Wir haben eh keine Kanonen mehr. Oha, was macht er jetzt? Der macht Segel auf. Warum macht er Segel auf? Komm schon, ich bin in der Überzahl. Moment, den hol ich doch sonst nicht ein. Du musst dich entern. Ja, Segel, hallo? Entern. Umdrehen. Feiglinge. Oh, Moment, das bringt ja was. Das bringt ja wirklich was, die einfach zu erschießen. Oh. Oh. Sag mir ja nicht, da will mich rammen. Obwohl, der dreht sich gegen den Wind. Nein, der will mich entern. Will er mich entern? Jetzt bin ich der Geenterte, oder? Er will mich entern, dann entere ich zurück. Sie kommen! Macht euch bereit, die Bordgänge abzuwehren! Oha!
Ach, bitte, 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 bitte. 15, ja, 14, ja, ja, ja! Ich gewinne, nein, ja! Ja, ich gewinne, ja! Komm, ey, 6 Leute, das könnt ihr nicht verpatzen. Übernehmt das Schiff. Nein! Ich habe aufgegeben! Ich habe aufgegeben! Ich habe gewonnen! Geil! Teurer Sieg! Ja, habe ich das Schiff erobert? Im Traum erwacht, vergeht die Erinnerung. Flüchtiger Morgentau. Japanisches Todesgedicht. Ah ja, warum haben die Todesgedichte? 36 Minuten hat das ganze Ding gedauert. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Habe ich das Schiff? Bitte sag mich. Geil! Ja, ich hab das Schiff! Jawoll! Hurra, hurra, hurra! Ja! Ja! Gefangene 1! Ja! Ja! Ich hab das Schiff! Nice! Jetzt zurück damit zum nächstgelegensten Hafen. Das ist, glaube ich, der da. Jo, wie schnell du bist. Ah, geil. Geil. Und wir haben nur noch 2 Enter-Leute und keine Bogenschützen. Eieieiei, wie wollt ihr das ganze Schiff überhaupt steuern? Oh, ja. Ich bin stolz auf meine Leute. Ach, 37 Minuten. Ich glaube, das war's für diese Folge. Oh, sehr toll. Sehr, sehr toll. Was machst du zu denn hier? Oh. Mensch. Dann geh ich mal da lang. Komm ich da ein bisschen um. Nein. Nein, Sabotage, hallo? Oh, der hat allgemein wenig. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, es herrscht Krieg, oder? Moment, warte, wo ist die andere Flotte? Die Dienstflotte, meine Kampfflotte. Da ist sie. Soll doch mal bitte die da angreifen. Oha, Clan-Einkommen. Was? Moment, wie viel kostet das Schwarzschiff im Unterhalt? Unterhaltskosten 1100. Oha, oha. Oh. Ei, Karamba. Oha. Hilfe. Uff. Alter, 1140. Ui. Ach, dann mache ich vielleicht die Schiffe da weg. Kann ich die nicht wegmachen? Verwenden. Verwenden Schiffe, die nicht mal länger benötigt werden, um die Unterhaltskosten zu sparen. Tatsächlich, ja, die werden nicht mal länger benötigt. Ich muss ja eher bedeuten, lustig gestaltet, jetzt transportieren. Ja. Ja, jetzt sieht das besser aus. Oha, ach du Heilige. Ei, Margarita. Uiuiui. Da ist mir ein bisschen schwindelig geworden sogar. Ohoho. Oho, okay, aber ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. 40 Minuten schon und dann werden wir hier invasieren. Oh. Ui, okay. Was für eine Mischung der Gefühle. Dann danke fürs Zuschauen. Bringt zur Eroberung der
des schwarzen Schiffes mehr Schiffe mit, vielleicht noch Bomben-Kobayas, die ein bisschen mehr Schaden machen. Und auf jeden Fall Enterschiffe. Enterschiffe sind scheinbar wirklich der Schlüssel. Zum Glück habe ich mehrere Schiffe mitgenommen, noch die drei mittleren Bohnen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sayonara.